Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen Chef. Die Devisenradar am Freitag, dem 7. August, hier bei unserer Beschau zum Währungsmarkt. Wir wollen aber hier uns heute nicht nur dem Währungsmarkt geben oder beziehungsweise dem Währungsmarkt im entferntesten Sinne hingeben, denn wir haben hier die Situation, dass der Goldpreis sich durchaus interessant zeigt. Und wir sehen hier aktuell links direkt mal im Stundenchart schon die Situation, dass der Goldpreis schon eine sehr, sehr starke Bewegung vollzog. Und insofern ist jetzt mal abzuwarten, wie die Situation hier weitergeht. Wir schauen mal kurz auf die aktuelle Lage. Das ist hier die Stundenkerze. Wir sehen uns das auch gleich nochmal im Intraday-Chart genauer an. Insofern wollen wir dann sehen, dass der Markt jetzt hier, was der Markt jetzt hier noch treibt. Wir haben letztlich unlängst hier das Niveau von 1092 überwunden. Das hier in dieser sehr, sehr dynamischen Vorstundenkerze. Und insofern darf man mal gespannt sein, was da heute noch folgt. Der Tag selbst besitzt ja noch einiges an Potenzial. Gerade von dem Hintergrund, dass wir eben hier die Non-Farm Payrolls heute noch zu erwarten haben. Jetzt erstmal hier die Situation im Stundenchart. Kurzfristiger Aufwärtstrend seit Anfang August erkennbar. Das Ganze verlief hier in einer relativen Seitwärtsrange. Wir haben jetzt auch die Situation, das ist auch ganz interessant, hier einen möglichen Deckel oben drauf zu setzen im Sinne der Hochs hier vom 4.8. und jetzt des jetzigen Hochs. Das heißt, wir haben hier zwei Auflagepunkte. Das ist wenig, aber im Sinne der Projektion von hier unten nach oben ist das schon mal ein Anhaltspunkt. Und der Goldpreis kommt jetzt aktuell von seinem Intraday-Hype, von seinem Intraday-Move des Morgens ein Stück weit zurück. Das sehen wir hier gerade in der Stundenkerze. Wir hatten hier ein Hoch in knapp unter 1100, 1097,72. Spannend. In jedem Falle hier jetzt die Möglichkeit, wir bleiben direkt mal beim Stundenchart, im Sinne der überkauften Situation einen leichten Rücklauf zu sehen. Wenn es denn jetzt hier nochmal zum Rücklauf in Richtung 1092 kommen sollte, dann könnte das hier eine schöne Ausgangsbasis sein, um den Goldpreis dann im Nachgang sogar nochmal richtig zu hypen. Man darf eh gespannt sein, wie der Markt heute auf die Non-Farms reagiert, also auf den US-Arbeitsmarktbericht, auf die US-Arbeitslosenquote und natürlich auf die geschaffenen Stellen und dergleichen. Das ist ja ein ganzer Arbeitsmarktbericht. Grundsätzlich jetzt hier der Goldpreis im ersten Halbjahr. Ich habe keine wirklichen Gründe dafür gefunden. Euro-US-Dollar ist auch nochmal nach oben geschossen jetzt im Gegenzug. Das hat ja alles so ein Stück weit den Dollar geschwächt. Gold profitiert auch davon natürlich. Aber letztlich hier rein technisch eine mögliche Chance, den Pullback hier einzufangen, um dann im Nachgang hier in den Nachmittagsstunden an einem weiteren Auftrieb partizipieren zu können. Die Situation beim Goldpreis ist, wie gesagt, aufgrund des jetzigen Ausbruchs erstmal sehr, sehr positiv zu sehen. Wenngleich wir direkt vorausliegend hier im Stundenchart sehr schön sehen, bei 1098,35 rund hier eine klare Horizontalhürde haben. Und da müssen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen zügeln, weil es kann, wie gesagt, jetzt auch hier nochmal einen kleinen Test geben, dieses Level, und dann erst sozusagen der Ausbruch erfolgen. So, fügen wir hier nochmal einen Punkt hinzu. Aber auf jeden Fall ist die 1098,35 erstmal ein klares Widerstandslevel, wo der Goldpreis drüber muss, um hier dann erstmal weiteres Potenzial zu generieren, so rum. Aber die Situation sieht gut aus eigentlich, technisch. Obgleich natürlich der Wochentag hier im Sinne der Geschichte des Goldpreises, im Sinne der großen Abwertung schon seit langem ganz klar negativ ist. Aber hier Pullback-Chance sehr, sehr interessant für den Goldpreis. Gehen wir nochmal unter 1092 zurück. Muss einkalkuliert werden, und das kann natürlich auch zu den Non-Farms der Fall sein, dass Gold hier nochmal deutlich unter 1088 absackt, um hier dann diesen kurzfristigen Aufwärtstrend zu testen. Das kann man nicht ausschließen. Goldpreis jetzt hier just sehr schön mit dem aktuellen Rücklauf. Also das ist wirklich in Richtung Vortageshoch geht es jetzt. Hier. Aber hier, wie gesagt, die Supportzone noch viel, viel wichtiger. 1092. 1092,50 roundabout. Hier, wie gesagt, aufpassen, was der Goldpreis genau auf diesem Niveau macht. Da kann es spannend werden. Also Pullback-Chancen möglich. Wenn wir hier drunter gehen unter 1092, dann muss man wohl eher hier noch Rücksätze Richtung 1086, 1085 einplanen. Dann wird es hier an dieser Trendlinie interessant. Aber mal Obacht geben, was der Goldpreis hier noch zaubert. Auf Tagesbasis, ja, kritische Situation, übergeordnet klar bärisch. Das Einzige, was hier passieren kann, wenn der Goldpreis heute mal hypen sollte, dass wir hier in diesen Kreuzwiderstandsbereich Maximum 1110 ranlaufen. Das wäre eine denkbare Option, dass der Goldpreis dieses Niveau antestet, um dann aber, wie gesagt, die nächsten Abwärtsmanöver zu starten. Das muss man interpretieren. Der Goldpreis ist übergeordnet in der Schwächephase. Da ändert sich auch bislang nichts dran.
Es könnte nur sein, dass die Non-Farm-Payrolls heute das Bild ein bisschen weit umkrempeln, umkippen, aber generell muss man sagen, der Goldpreis übergeordnet wahrscheinlich noch nicht am Ziel, wahrscheinlich noch nicht am Boden, also noch keine Bodenbildung gefunden, noch keine klare Boden vollzogen, Bodenbildung vollzogen, so wollte ich sagen. So, jetzt haben wir das. Goldpreis hier erstmal auf Tagesbasis. Wie gesagt, kurzfristig sieht man das schon gar nicht schlecht aus. Wir gehen nochmal in den MetaTrader, um jetzt mal die Intraday-Bewegung nochmal ein Stück weit zu erhaschen. Da sehen wir hier, gerade im 5-Minuten-Chart, machen wir das Bild mal groß, die Preisbewegungen der letzten Zeit. Hier Asia Range, 3,33 $. Da ging nicht so viel. Dann aber hier Ausbruch. Und das ging hier sehr, sehr dynamisch. Da hat der Goldpreis innerhalb kürzester Zeit hier die Strecke von ja, knapp über 6 Dollar vollzogen. Und jetzt sind wir hier an der Range bei 10 Dollar angekommen. 10,01 bislang Bewegungsintensität. Man sieht hier 13,50 Dollar rund, 15,20 Dollar auf 20 Tage. Das heißt, wir haben hier durchaus noch 5, 6 Dollar Spielraum. Also der Pullback hier an das Vortageshoch kann interessant sein. Um schon im Vorfeld von 1092 hier nach oben aufzudrehen. Ja, also der Rücklauf jetzt sieht hier ziemlich interessant aus. Man sieht auch in den Intraday-Charts M5 positiv schon Fächerung. M15 deutet sich jetzt eine positive Fächerung an und hier im H1 klarer, schöner, sauber Short Rainbow. Aber man sieht auch, dass jetzt hier schon ein Spin-Manöver versucht wird. Wir haben den Chart jetzt mal hier ein bisschen aufgeschlüsselt. Hier im H1 sehen wir, machen wir das nochmal kleiner, das Bild. Das negative Momentum in großer Art und Weise. Und jetzt sehen wir aber hier, dass der Preis versucht, hier nach oben eine gewisse Umkehr zu vollziehen. Ja, also das kann nur Glück geben, wenn der Preis bei 1092, 1093 hier wieder nach oben dreht. Ansonsten wäre das hier so eine Art Fake-Manöver und dann viel Spaß bei weiteren Tiefspreisen. Rein von der Range heute hier vom Potenzial 1101 möglich. 1084 auf der Südseite. Sehr, sehr spannend. Aber ich würde hier doch kurzfristig einen Pullback in Augenschein nehmen, hier fokussieren, favorisieren, um praktisch dann im Nachgang den Move zu erhaschen im Sinne eines wieder anstrebenden Goldpreises. Mal sehen, was passiert. Wir werden uns auf jeden Fall heute noch nachher auch zum JFD Live Trading TV auf dem JFD Desktop einschalten. Natürlich den DAX betrachten, aber auch zu den Non-Farm-Payrolls DAX und Euro-US-Dollar. Also heute gibt es noch ein paar Sendungen. Würde mich freuen, wenn Sie einschalten. Ich sage erstmal danke für das jetzige Dabeisein. Wir hören uns später wieder, wenn Sie mögen. Goldpreis auf jeden Fall einen Blick wert in diesem Zusammenhang. Viel Erfolg noch am heutigen Handelstag, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.